So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge War Thunder. Ja, heute fahren wir mit den Russen, allerdings nicht mit diesem schönen Panzer hier. Das ist der T-44. Den habe ich mal ein bisschen ausgetestet. Und wollte mal gucken, ob es vielleicht doch klappt. Ich bin hier gerade an der IS-2 am Forschen. Klappt aber nicht, ich werde den jetzt wieder raustun. Gegen was denn? Was waren da vorher drin? Ach, die hier war da drin. Alles klar. So. Denn das Ding hat ein BR von 6,3. Okay. Schade. Auf jeden Fall von 6,3. Und ich habe dann, mein nächsthöherer ist ein 5,7er und dann kommt ein 5,3er. Zu gut Deutsch, das funktioniert hinten und vorne nicht. Also sobald mir mein T-44 abgeschossen wird, war es das. Na, das ist halt das Problem. Weil dann muss ich noch mit der IS-1 und mit dem T-34-85 rumfahren. Und die sind jetzt nicht wirklich ein Gegner für Tiger 2 und Co. Deswegen warte ich da noch ein bisschen, bevor ich mit den Dingern mich auf den Weg mache. Crumble 1, also ich glaube, wir sind Top-Tier, kann das sein? KV-85? Keine Panzer, vor denen ich jetzt wirklich Angst hätte. Oh, ich weiß, was wir machen. Ich weiß, was wir machen. Okay, die Idee habe ich wahrscheinlich nicht nur ich, sondern auch ein paar gegnerische Panzer, aber okay. Schauen wir eins hier flott unterwegs. Wir fahren mal hier außen rum. Und stellen uns dann in dieses Auge da. Also in der Mitte von diesem riesigen Fels hier. Und können dann die Panzer daran hindern, auf A drauf zu fahren. Also gegnerischen. Weil die müssen da an diesem Ausgang vorbei, wenn sie auf A drauf fahren wollen. Und das nutzen wir aus. So, auf jeden Fall die Theorie. Ach, da vorne geht es erst rein. Gut. Übrigens, das Video, was gestern kam, sollte eigentlich schon viel früher kommen, aber ich hatte es einfach... ich hatte es tatsächlich vergessen zu veröffentlichen. Ja. Kein Witz. Hui! So. Die hat auch, glaube ich, auf mich gezielt, aber ich konnte zum Glück schneller zielen. War gerade eben nicht ganz ungefährlich. Aber hey, es ist ein T-34-85. Selbst wenn er geschossen hätte, es wäre alles rausgeflogen, außer der Richtschütze. Ja, fahr vor. Fahr vor, finde ich eine gute Idee, ja. Mach mal. Komm, spiel mal Kanonenfutter. Hm? Wie wär's? Die verschießen dann ihre Munition auf dich und ich schieße sie dann weg. Ist das eine Idee? Ich glaube, er ist nicht so begeistert. Ist doch nicht ernst gemeint. So. Aber ich glaube, er hat einfach die fettere Panzerung. Und, hallo, das ist ein amerikanischer Panzer. Die haben die Wunderpanzerung schlechthin. Du wirst gleich hier langkommen. Nicht so gut. Nach von hinten. Ja, war eine clevere Idee. Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht. Hat mir aber ordentlich gegeben. Ich glaube, er hat schneller nachgeladen als ich. Im toten Richtschütze. Scheiße. Gut. Das war's dann an der Stelle. Sag mal, was macht denn der Grüne da? Mein Teamkollege. Hör auf damit. Mann. Kann ich hier auf der Karte? Nee, kann ich nicht. Sieht auch gut aus. So hätte man einen Panzer auch bauen können. Turm sehr weit tief. Genau der T-485. Sag mal, was steht denn der da? Ist doch sonst nichts oder bin ich blind? Kam da einfach der Tiger von hinten.
Ja gut, und die ISO 122, aber die war jetzt nicht so das große Problem. Ich weiß nicht, aber ich weiß wirklich nicht warum. Die ISO 122 überzeugt mich so gar nicht. Das ist mein absoluter Hasspanzer. Mit der habe ich noch fast keine gute Runde hingekriegt. Wir werden jetzt mal unseren Bomber schützen. So, den hätten wir. Ich muss auch mal wieder Flugzeug fliegen. Ah, die BF-109 hat sich jetzt unseren Bomber... Nee, hat sie nicht. Sehr schön. Ich würde sagen, Bomber erfolgreich verteidigt. Und das muss ich jetzt an dieser Stelle nochmal sagen. Wenn ihr in so eine Luftschlacht einsteigt, dann ist es eure verdammte Aufgabe, den Bomber zu verteidigen. Achso, das war als Sieger. So, jetzt kann ich an der Stelle aber nochmal gucken. Hier drüben ist frei, ne? Ja. Sieht soweit ganz gut aus. So. Das kann man nämlich mit dem Flugzeug auch machen. Wenn der Bomber quasi erfolgreich verteidigt ist, alle gegnerischen Flugzeuge abgeschossen, dann kann man einfach mal so ein bisschen über die Karte fliegen und gucken, wo die Panzer stehen. Denn jetzt zum Beispiel seht ihr, mir werden auf der Karte keine Panzer angezeigt, aber ich bin mit dem Flugzeug drüber geflogen. Hab gesehen, dass ich hier jetzt mehr oder weniger bedenkenlos langfahren kann. Und das ist eine ganz wichtige Info. Und ich weiß, wo der Rest der gegnerischen Panzer steht. Was auch eine wichtige Info ist. So, wir könnten nicht selbst mal Bomber fliegen, auch gut. So. Wie gesagt, hier sollte jetzt nichts stehen. Ja, jetzt können wir mit dem Bomber, ihr habt es vielleicht gesehen, die stehen ja alle auf dieser Straße. Rechts in diesem Hügel hier. Vielleicht kann ich gerade mal. Die stehen alle hier so in der Gasse. Hier in dieser kleinen Gasse zwischen dem und dem Berg. Wenn man da jetzt mal mit dem Bomber ordentlich reinholzen würde. Ah, das wird schon gut klappen. So, die fahren jetzt hier rein. Das heißt, wir stellen uns jetzt mal hier so auf Lauerstellung. Die werden hier gleich rumgefahren kommen. Und der M4A1. Okay, der M4A1 muss jetzt mal kurz den Rest da aufhalten. Ich muss den M4A1 ja kurz mal bearbeiten. Kommt der bei mir überhaupt durch? Weiß ich nicht. Das Blöde ist, der steht da jetzt hinter dem Stein und ich treffe den nicht. Ja, Kollege. Wie er halt immer weiter vorfährt. Schön. Sorry. Also, ich habe mich nur einfach gerade gefreut. Hat er sich da hinter dem Stein verkämmt? Aber ich habe mich trotzdem gekriegt. Ja, er musste halt irgendwann rausfahren. Weil ich genau so gefahren bin, dass er eben nicht auf mich schießen konnte, weil der blöde Stein vor ihm ist. Vor ihm sitzt. So. Das sah zwar aus, als würde ich gerade auf ihn zufahren, aber bin mehr oder weniger genauso auf ihn zugefahren, dass er eben sich dauernd bewegen musste und mehr oder weniger hinter diesem Stein hervorgucken musste. Was natürlich dazu führte, dass ich endlich auf ihn schießen konnte. Naja. So. Die Frage ist jetzt, in welche Richtung zielt der? Ich nehme mal an, der zielt zu mir, weil er sonst keinen Gegner vor Augen hat. Ich würde aber gerne mal wissen, was da steht. Vergesst, was ich gesagt habe. Das ist nicht dein Ernst.
Alles klar. Achso, da saß nur noch einer drin. Ich wollte gerade sagen, ich habe da jetzt nicht reingeschossen, ist nur der Drehkasse kaputt gegangen, oder? Nee, die anderen Leute waren einfach schon tot. Ich habe mich nur gerade ein bisschen gewundert. Mal, was zum... Naja. Gut, den hätten wir. Unser Team hat inzwischen A gekappt. Das ist sehr gut. Und wir können jetzt hier mal wieder den Verteidiger machen. Wir werden diesmal hoffentlich nicht von hinten überrollt. Oh, 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 oh. Kann ich auf den schießen? Ich glaube, da ist so ein... Er hat mich auf jeden Fall gesehen. Ich will hier kein Artilleriefeuer, oder? So, ich drehe auch mal kurz um. Holy, der war knapp. An dieser Stelle drehe ich mal kurz. Fällt jetzt einfach auf mich drauf. Wäre eine blöde Idee, aber mach mal. Ja, gut, ne? Hä? Mit dem Panzer 4H. Okay. Gut. So. Jetzt kann ich mich wieder drehen. Ein bisschen blöd. Jetzt wäre natürlich irgendwie eine Staffel gut. Aber ich glaube, dass um diese Uhrzeit keiner da ist. Jetzt wäre eine Staffel gut, weil dann können wir sich absprechen. Der eine deckt die Rückseite, der eine die Vorderseite. Den kriege ich, den kriege ich, den kriege ich. Hab ich. Macht irgendwie Spaß, mal wieder die Russen auszupacken. So, das meine ich jetzt, die Scheiße. Oh, sehr schön, ich hab ihn. Der ist schon tot. Dann griff ich mir den hier vor. So. Ich habe einfach jetzt mal auf sein letztes Besatzungsmitglied geschossen. Den KV-2 zerlegt. Also das meine ich. Die fahren jetzt alle lang. Die müssen ja auch alle lang fahren. Außer sie fahren eben von einem Umweg. Also sie fahren quasi hier rum. Sie können auch hier rum auf A fahren. Aber die meisten Leute fahren halt hier lang. So, wenn die dann hier lang fahren und auf A drauf fahren wollen, kann ich die halt schön wegschießen. Und selbst wenn nicht, schießen die halt quasi immer in die Richtung auf diese Panzer, die hier stehen. Und man kann denen schön in die Seite schießen. So. Spieler aber gleich vorbei ist, wisst ihr was? Nein, das war meine Idee. Churchill, lass das. Na, der versteht sich schade. Der ist noch gern gekriegt, aber dafür reicht wahrscheinlich die Zeit nicht mehr. Also den würde ich jetzt auch kriegen, weil... Das ist ein Churchill. Das ist ein AC-4 Thunderbolt. Schade. Wäre der Churchill nicht gewesen, hätte ich ihn noch gleich rausgenommen. Aber okay. Och, das war doch eine sehr erfrischende Runde. So, was haben wir denn hier? Oh, den Drehkranz. Da ist es gut. Ja, und dann sind eigentlich nur noch die Bremsen übrig. Ja, nee, die APCR, die schenke ich mir. Bei den Russen ist die Steinmunition einfach so derbe gut. Ja, 2 zerstörte Flugzeuge, 7 zerstörte Bodeneinheiten. Wow, war gar nicht so schlecht. Hat sich nach weniger angefühlt. Ja. Warum hat der mehr Punkte? Nein. PS4-Spieler dürfen mal gewinnen. PlayStation-Spieler. Zu erkennen an diesem Stern. Ich weiß nicht mal, wo ich das jetzt irgendwo... Irgendwer hatte das mal gesagt. Ja, zu erkennen an diesem Stern. Ich weiß nicht, wie man War Thunder auf mit Controller spielen kann. Das ist mir ein komplettes Rätsel. Aber okay. Ja. Ich würde sagen, was? Achso. Ich würde sagen, das war doch eine sehr schöne Runde. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und ja, ich freue mich wie immer über Kommentare. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.